Ich grüße dich. Ich freue mich, bei mir im Wohnzimmer den Bestseller-Autor und guten Freund von mir, den Friedrich Krüger, begrüßen zu dürfen zum zweiten Teil von Das Ende der uns bekannten Welt. Friedrich, schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Zum zweiten Teil. Ja, wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, den verlinken wir dir gerne. Da haben wir erstmal darüber gesprochen, das Ende der uns bekannten Welt. Was macht eigentlich die bekannte Welt für uns aus? Friedrich hat für dich nochmal erklärt, die Begriffe Trans- und Posthumanismus, Singularität, was verbirgt sich dahinter? Und jetzt im zweiten Teil soll es darum gehen, ja, warum eigentlich so eine Sachen wie Cyberpunk und Demolition Man, Filme, die wir alle kennen oder Spiele, die relativ populär sind, na, wo irgendwo eine übergeordnete Macht den Menschen versklavt und sozusagen bloß noch als ja, Zahnrad betrachtet, warum es einfach auch gar keine Fiktion mehr so sein kann und vielleicht auch gar nicht mehr sein wird. Und sich das Leben für viele Menschen ja so rasant verändern wird, dass sie von dieser Entwicklung ja nahezu wie von einem Zug überrollt werden. Genau so kann man es sagen. Ja, es ist eine Riesenwelle, die da angerollt kommt, die kurz vorm sozusagen Überschwappen steht. Die meisten Leute haben sie halt noch gar nicht registriert. Deshalb auch das Buch unter anderem, um so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, was kommt da überhaupt davon zu. Ne? Beziehungsweise wir befinden uns schon mittendrin in dem Prozess. Und die meisten Leute merken ja auch, dass irgendwas komisch ist, dass irgendwas aus den Fugen gerät, so im gesamten gesellschaftlichen Leben an allen Ecken und Enden. Aber die meisten können nicht einordnen, warum ist das jetzt so? Was passiert da eigentlich im Hintergrund? Ja. Was ist der Faktor, der die ganzen einzelnen Puzzleteile zusammensetzt? Wir werden jetzt zum Teil über das Buch sprechen, aber können natürlich nicht das Buch hier in Gänze wiedergeben. Deswegen empfehle ich jedem, holt euch dieses Buch, Das Ende der uns bekannten Welt. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie das erste Buch von Friedrich, Mind Revolution, sozusagen als Vorläufer, führt ganz gut ein. Meine ich, also ich habe beide Bücher jetzt gelesen und erzeugt auch definitiv ein Verständnis für die Thematik, die schon wirklich auf den ersten Blick sehr, sehr schwer ist. Und man muss auch dazu sagen, mir ab einem gewissen Punkt auch durchaus Angst macht. Du beschreibst es in deinem Buch sehr, sehr schön, dass Entwicklung, dass Fortschritt in der Gesellschaft, auch Erfindung, ja niemals linear laufen. Ne? Also die sind niemals gerade, Entwicklung ist niemals gerade, sondern es gab immer Etappen in der Geschichte, wo das einfach exponentiell ist, wo es immer so Sprünge gab. Keine Ahnung. Fangen wir mal an, jemand hat das Feuer erfunden, einen Riesensprung, ja, dann machen wir mal einen Sprung weiter, Gutenberg erfindet einen Buchdruck und so weiter. Stehen wir jetzt vor so einer neuen Welle, Friedrich? Ja, ich würde sagen, die Welle jetzt ist im Vergleich zu allen Wellen, die es bisher gab, so exponentiell größer, dass man kaum vergleichen kann. Also wenn du jetzt das Feuer oder den Buchdruck ansprichst, wenn man jetzt eine exponentielle Funktion hat, dann läuft die ja lange recht langsam im Anstieg und explodiert. Wir sind jetzt am Explosionspunkt in der gesamten, wenn man die gesamte Menschheitsgeschichte als eine Linie umfassen würde, aus meiner Sicht. Also das, was jetzt gerade auf uns zukommt, ist so extrem verändernd, dass man eigentlich nicht vergleichen kann mit irgendwas anderem. Und es hat so angefangen, so, sag mal, die Steigung der Kurve hat dann etwa angefangen vor 20 Jahren, mit der Einführung des Internets, ging es eigentlich so richtig los aus meiner Sicht. Und jetzt sehen wir halt im Wochentakt, wie neue Dinge kommen. Die normale Bevölkerung kriegt davon nicht so viel mit, weil es ja immer erstmal nicht so offiziell ausgerollt wird. Aber ja, wenn man sich ein bisschen damit befasst, was jetzt so möglich ist schon, in den letzten 2-3 Jahren auch möglich geworden ist, das ist so wahnsinnig, was das von uns allen im Alltag verändern wird und wie das uns alle herausfordern wird. Ne? Ja. Du schreibst in deinem Buch über die Digitalisierung des Menschen. Na, wir sind jetzt irgendwie, wenn man so auf Behördenebene sprechen wir darum, dass wir irgendwelche Anträge digitalisieren und, keine Ahnung, jetzt unsere Werbeanmeldung über das Internet jetzt machen können. Hier geht es aber nicht mehr um Anträge, sondern um den Menschen an sich. Und du schreibst hier auf Seite 22 von deinem Buch, wir reden hier über die vollständige Digitalisierung der Spezies Mensch, sodass ein substratloses Leben ohne die Beschränkung von Raum und Zeit möglich ist. Da stelle ich mir die Frage, oder vielleicht stellst du dir auch die Frage, naja, aber ich bin doch ein Mensch, ich bin doch irgendwie aus Fleisch und Blut und wenn ich mir jetzt hier reinsteche, dann fließt doch da Blut raus. Also ich bin noch hier und jetzt, ich bin noch nicht digital. Genau, so nehmen wir uns zumindest wahr, mit physischem Körper. Ne? Auch da ist ja wichtig, erstmal zu sagen, jedenfalls ist das die Lehre aller okkulten Weisheitslehren und auch meine persönliche Erfahrung, dass man einen Körper hat und nicht der Körper ist, ne? Sondern
man selber nimmt sich ja als ein Ich wahr, ne, als eine Person sozusagen, die ja, du würdest jetzt ja nicht sagen, du bist dein Körper nur, sondern irgendwo ist ja noch Felix mit seinem Bewusstsein, der richtig, sich wahrnimmt mit seinem Körper. Und da ist eben die spannende Frage, dieses Bewusstsein, ne, wo sitzt das? Wer ist niemand letztendlich? Richtig. Keine Stelle mehr hören, wo du an- und ausknipsen kannst in dem Sinne. Und dieses Bewusstsein soll digitalisiert werden. Ne? Das ist sozusagen die Endstufe letztendlich dieses Prozesses, in dem wir aktuell uns befinden. Und da gibt es auch sehr konkrete Ansätze und Pläne mittlerweile schon. Und Ray Kurzweil, Chefentwickler von Google, hat schon in den 80er Jahren darüber dicke Bücher geschrieben, wo er genau erklärt hat, wie das dann funktionieren wird. Und darum jetzt letztendlich, dass dein Bewusstsein, also du selber, wie du denken kannst, wie du fühlen kannst, all das, dass das als Datei letztendlich weiter existiert und du nicht mehr auf deinen Körper angewiesen bist. Ne? Sprich, dass dein Körper, der ja sozusagen endlich ist, also nehmen wir jedenfalls wahr, so kennen wir das, ne? Dass jeder Mensch irgendwann das Zeitliche segnet. Richtig. Dass das sozusagen überwunden wird, damit auch der Tod überwunden wird und die unendliche Existenz deines Bewusstseins als Datei transferiert werden kann und somit Unendlichkeit erwirkt. Ne? Und das klingt natürlich für viele jetzt erstmal ultra weit weg, als wenn ich jetzt einen Science-Fiction-Film... Ist abstrakt, hört sich abstrakt an, klar. Ne? Genau, da kann man ja mal selber drüber nachdenken, ne? Weil da stellen sich dann ganz, ganz viele Fragen, die jeder sich auch stellen sollte aus meiner Sicht, der sich selber weiterentwickeln möchte. Weil das ist dann, was macht mich eigentlich aus? Ne? Was ist das Menschsein? Was ist Bewusstsein überhaupt? Die Kernfrage überhaupt. Wir haben ja nur unser Bewusstsein. Also ich kann auch nicht davon ausgehen, dass irgendwas existiert außerhalb meines Bewusstseins. Weil ich kenne ja nur mein Bewusstsein. Richtig. Und da sind wir bei den großen philosophischen Fragen auch der letzten Jahrtausende, die jetzt in diesem Prozess, der erstmal böse und oder sag mal angstmachend klingt, eine riesen Chance drin haben, sich selber zu erkennen. Selber zu erkennen, wer bin ich überhaupt, was mache ich hier? Habe ich vielleicht eine Berufung? Ja, jetzt vielleicht nicht darum, nur 8 Stunden irgendwo meine Zeit totzuschlagen, sondern bin ich für einen bestimmten Grund hier. Ja, auch Bewusstsein in der Psychologie beispielsweise ist ja auch so eine Sache, die erforscht wurde. Ja, zum Beispiel den Rouge-Test, ne, da hat man angefangen mit, ich meine, das waren Raben oder Krähen, ich weiß gar nicht, ob da ein Unterschied ist, ist aber auch egal. Ja, den hat man halt einen roten Punkt auf den Schnabel gemacht und die haben sich im Spiegel angeguckt und haben dann angefangen halt auf diesen Punkt zu picken, dann geht man davon aus, dass selbst die Tiere ab einem gewissen Punkt sich erkennen. Kann man übrigens mit Kindern auch machen, das ist so ungefähr ab dem ersten Lebensjahr, wenn man den auch irgendwie in Farbe in die Sicht macht oder Creme oder so und die gucken sich im Spiegel an und fangen dann irgendwann an, sich das abzuwischen, weil sie erkennen, okay, im Spiegel, das bin ich und nicht ein anderes Baby, weil ich zuwinke, sondern sich als Person erkennen. Und das ist auch gerade dieser Punkt, ab da geht auch die Identifikation los mit den äußeren Bedingungen. Ja. Das ist ja alt, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir nicht identifiziert mit irgendwas. Ja. Wir sind ja noch dieses Einheitsbewusstsein, von dem auch in den Religionen oft gesprochen wird, dass alles zusammenhängt. Das hat man ja als Kind oftmals noch. Weil als Kind bist du noch nicht identifiziert mit irgendwas. Das fängt dann an, wenn du, das ist dann dein Spielzeug und das darf dir dein Bruder nicht mehr wegnehmen. Ja, richtig. Und das fängt dann an, wenn du dich im Spiegel siehst und wenn du sozusagen die ersten Dinge materiell hast, die ersten Eigenschaften entwickelst, dann fängt es erst an, dass du dich identifizierst mit all dem. Weil das, womit die meisten Menschen, wenn sie sagen, ich, wenn die meisten Menschen sagen, wenn du die meisten Leute fragst, wer bist du denn? Ne, dann kommen nur äußere Identifikationsgrundlagen, weil so ist unsere Welt halt aufgebaut. Meistens der Beruf wird als erstes genannt. Genau, ich mache das und das, ich fahre die Automarke, ich bin Fan von Bayern München, meine Eltern sind so und so, mein Freundeskreis sieht so aus. Und das sind halt alles äußere Identifikationsgrundlagen. Und die meisten Menschen haben noch nie wirklich im Erwachsenenleben Kontakt mit sich selber überhaupt gehabt, was dahinter, hinter dieser ganzen Fassade steckt. Du hast ja auch schon einige Autoren noch angesprochen und manche Bücher, 1984 beispielsweise von Orwell, jedem ans Herz legen kann, übrigens von dir auch Pflichtlektüre. Definitiv, ja, gerade in der heutigen Zeit. Wenn man dieses Buch beispielsweise liest, ist das ja fast wie eine Blaupause, oder? Das ist die heutige Zeit angewandt. Definitiv, ja. Also ich empfehle immer Schöne neue Welt von Aldous Huxley und von George Orwell 1984. Es gibt so viele schöne, spannende Hintergründe, die ich im Buch so ein bisschen beleuchte, dazu zu den Bärenherrschaften. Die beiden Bücher mal lesen, auf die aktuelle Zeit drüber packen und dann kann man ein bisschen staunen. Gerade wenn man die letzten 3 Jahre der sogenannten Pandemie sich anguckt und dort viele Verhaltensweisen der Volksgruppen letztendlich, also auch der
Menschenmassen innerhalb unserer eigenen Gesellschaft. Mhm. Wie Massenpsychologie funktioniert, ist das dritte Buch, was ich dazu empfehlen würde, Gustave Le Bon, Psychologie der Massen. Ja. Wenn man die drei Dinger mal durch hat, dann wird man die Welt schon mal mit anderen Augen sehen. Richtig. Und das sind ja Sachen, auch Zitate von relativ bekannten Persönlichkeiten, die hast du ja nicht ausgedacht, die kann man ja auch nachlesen. Übrigens auch Quellenverweise an Gros im Buch. Und ein Zitat hat mich wirklich schockiert, muss ich wirklich sagen. Weil es auch eine gewisse, ja, ich möchte wirklich sagen, Menschenverachtung für mich ausdrückt. Mhm. Und von Leuten, die heute ja mehr oder weniger hofiert werden und als sozusagen die Propheten und so ja, die Person angesehen werden, die die Gesellschaft voranbringen. Mhm. Philanthrop ist das offizielle Wort, was dafür mal verwendet wird. Und das Zitat ist von Steve Wozniak. Ja. Ja, Steve Wozniak meine ich mit Mitbegründer von Microsoft. Microsoft? Von Apple. Oder von Apple, so, genau, so rum. Der hat mal gesagt, sinngemäß, dass der Mensch als Haustier der durch ihn selbst entwickelten künstlichen Intelligenz. Und da sind wir schon richtig tief drin im Posthumanismus, oder? Ja, Steve Wozniak hat es so ja nicht nur gesagt, er hat es geschrieben, kann jeder nachlesen. Ja. Das ist in einem Buch, wo er sozusagen darüber philosophiert, wie die Zukunft aussieht. Ja. Genau, ja, das ist ja eben die Frage, wie man auch das Menschsein selber versteht. Wenn ich so jetzt draußen durch die Straßen laufe und auch mit den meisten Menschen rede, ich glaube, viele wären ja auch zufrieden damit, wenn sie nur noch das Haustier einer Hyperintelligenz wären, wenn sie selber nicht mehr arbeiten müssten, selber ein stressfreies Leben hätten, keine Krankheiten mehr, alles ruhig, du hast die absolute Bespaßung, ja. Ne, letztendlich, du kannst sein, wer du willst, körperlich alles sozusagen, ne, wenn jetzt auch diese neue Sachen, die wir reden, ist ja auch so, wenn jetzt jemand sagt, ich würde jetzt hier zum Beispiel deinen Körperbau haben, dann macht er sich dazu halt einen Download, ne, das ist ja so die Endstufe, von der wir da reden. Ja. Und viele Leute, glaube ich, sind ja heutzutage so eingestellt von ihrem Mindset her, ihrer Selbstwahrnehmung, dass die sagen würden, ist jetzt ja nicht unbedingt das Schlechteste, wenn ich mich nicht mehr selbstverantwortlich um mein Leben kümmern muss, sondern nur noch bespaßt werde und eine ruhige Kugel schieben kann. Ne? Ja, und da sind wir wieder bei Orwell. Und das hat man auch in den letzten Jahren, ich nenne jetzt da keine Begriffe, wo Maßnahmen auferlegt wurden, und man sagt, das greift echt tief in meine Freiheit ein, würde dann sagen, ja, aber das ist doch in Ordnung, Felix. Das ist doch in Ordnung, Felix. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, die Leute haben halt, oder viele, viele Menschen, und das konnte man die letzten 3 Jahre sehr gut sehen, haben kein Interesse an Freiheit. Ne? Und das ist ja auch dann die Frage, da muss man auch nicht verurteilen. Ich persönlich habe eine andere Auffassung davon, was das Leben lebenswert macht. Ja. Für mich ist das vor allem Selbstbestimmung auch zu einem gewissen Teil. Wer aber sagt, nee, für mich ist es einfach nur sozusagen bespaßt zu werden, dass ich nicht ins Nachdenken komme, dass alles immer schnell, schnell geht, immer den einfachen Weg, immer die Abkürzung wählen. Ja, und das sehen wir ja überall. Ich meine, gerade auch in zum Beispiel dem Markt, in dem du auch unterwegs bist, du kannst doch die hunderttausendste Abnehmpille erfinden und sagen, in 2 Wochen siehst du so aus, wie du willst, die wird sich wiederverkaufen. Ne? Ja. Auch wenn die anderen 990.000 davor schon Schrott waren. Ja. Ja, die Leute wollen immer die Abkürzung und nicht den harten Weg, die meisten. Ja. Und auch, wir hatten ja mal ein Video gemacht für deinen Kanal zum Thema Kiffen. Ja. Kann man ja auch in dem Kontext mal sich angucken. Ne? Ja. All diese Sachen, dass jetzt zum Beispiel Kiffen legalisiert wird in den meisten Ländern, Kiffen, die absolute Hängerdroge schlechthin. Ja. Also sozusagen einfach eine Droge, die dich auf ein Level reduziert mit der emotionalen Stabilität, dass du weniger fühlst und dadurch sozusagen dich selbst betäubst ein Stück weit. 100%, ja. So, und das sind ja alles so eine Prozesse, die kann man sich dann, dafür so ein Buch da, selbst jetzt unzählige Sachen, da kannst du über das Klimathema eben, über diese Gender-Sprachgeschichte, all diese Themen, die kann man dann mal aus einer Vogelperspektive sich angucken und sagen, Mensch, auf welche Welt werden wir da eigentlich vorbereitet? Ja. In diesem Video haben der Friedrich und ich versucht, ja, dich an die Thematik ein bisschen tiefer gehend heranzuführen. Und nochmal, wir können jetzt nicht ersetzen, ein Buch selber zu lesen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Aber auch hier nochmal, geh dann nur so weit, wie es für dich in Ordnung ist und wie man sich selbst damit gut fühlt. Weil ab einem gewissen Punkt, wenn man richtig tief in der Thematik ist, wird es wirklich unheimlich. Für mich auch. Und ich musste auch ab einem gewissen Punkt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, okay, ich muss jetzt aufhören zu lesen, um tiefergehend in diese Thematik einzutauchen. Weil auch das Weltbild so fundamental durchgerüttelt wird, dass es einfach Angst macht. Das ist kein Kinderbuch.
Wenn du Fragen zur Thematik hast, wenn du Fragen an Friedrich hast, guck gerne auf seinen Kanal Bewusstseins Rock'n'Roll, schreib ihn da gerne persönlich an. Ganz, ganz viele Videos, nicht nur zum Buch, sondern zu anderen gesellschaftskritischen Themen. Wenn du ja noch weitere Videos von uns sehen musst, dann freu dich aufs dritte Video. Und dann werden wir mal gucken, wie wir jetzt damit umgehen, mit dieser Thematik, was wir persönlich machen können, um ja, für uns eine Welt zu schaffen, die für uns lebenswert ist. Umso größer die Krise, umso größer die Chance. So ist es. Dein Felix. Sichere dir jetzt eine der letzten Ausgaben der brisanten Neuerscheinung Das Ende der uns bekannten Welt und lerne die geheimen Hintergründe der aktuellen Veränderungen unserer Welt kennen. Mit Kapiteln wie DNA, die hohe Dimension in uns, Genetik, von den Toten auferstehen, Mind Upload, die Digitalisierung der Spezies, der Übermensch, Hitler und der Traum der Knechtschaft und vielen weiteren spannenden Enthüllungen unserer aktuellen Zeit. Dieses Buch ist wahrhafter Sprengstoff, der die Lügen der Machthaber gnadenlos entlarvt und zum selbstständigen Nachdenken anregt. Doch Vorsicht! Die herausfordernden Kapitel eignen sich nur für Menschen, die bereit sind, der Wahrheit ins Auge zu blicken und ihr Weltbild zu hinterfragen.